Bist du das da draußen, Kumpel? Ja, ich bin. Warte! Los jetzt, Mann! Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Hey, ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da. Diese Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Komm schon, noch ein Tor. Wir schaffen das. Die Lichter sind aus. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Komm, machen wir die Lichter an, ja? Dieser Ort sieht ziemlich bewohnt aus. Die Anderson sitzen doch in der Klapsmühle. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zu rennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich. Ich war ein aus seinem Körper herausgelöster Beobachter, ein Zeitreisender in einer aberwitzigen Schnapsfantasie. Das hier war der Anfang. Die Nacht, in der Alice verschwunden war. Das Geheimnis, was in der fehlenden Woche passiert war, stand kurz vor der Lösung. Find the lady of the light, come now.
Fernseher? Musik? Natürlich. Wir müssen rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb sind wir hier. Lady des Lichts? Oh, das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau, stimmt. Okay. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey Al, es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Okay, also, so ein verrückter Typ ist halt nicht zu dir, Herr Graf. Hör mal, Al. Du bist für mich wie ein Bruder. Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt. Korrekt. Wenn ich mal Lust habe, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Was zum Niveau rein in das Zeug? Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorge mir das Rezept von den alten Kreuzer und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß, ich weiß. Alles gut. Wir sorgen schon dafür. Eine unterdrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Gebräu. Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert war. Welche Macht mich auch zu jener Nacht am See gebracht hatte. Sie hielt mich davon ab, zu gehen. Ich musste bis zum Ende dableiben und herausfinden, was geschehen war. Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet. Alice? Alice? Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinkend. Ihr hinterher zu springen, war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Ich fand sie inmitten der Schwärze nicht. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Alice! Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist da
hört jemand am Fenster. Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Alice! Genau, dort befindet sie sich. Bitten Sie um Verzeihung. Alice! Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen und sie abhaken. Alice? Sie ist nicht hier. Sie waren ein Narr, das zu glauben. Nein, sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass Ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte Ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass sie schreiben. Ich sage, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde alles retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne. Aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier. Ich bin hier. So steht es geschrieben. Ich warte auf mich, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich. Es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist Ihre Schuld und Sie bezahlen dafür. There's an altar wrought with mystery upon the poet and his muse. And a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace and told
the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of wonder and still in its misty crown, the Mushi went down to the lake and in the waves she'd drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. The poet came down to the lake to call out to his dear. When there was no answer, he was overcome with fear. In vain for his treasure lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back as his call. And when he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted endlessly in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, still raven in the night. That's how you reshape destiny. In the dead of night she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. In without a word, for he saw his great mistake and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is said on moonless nights they may still haunt this place. Yes.